Die Vor- und Abspanne von Chris Marker sind wie Workshops. Der französische Filmemacher Christian Bouche-Villeneuve nannte sich Chris Marker, ein Pseudonym, mit dem es sich gut reisen lässt. Schlicht, allgemein, das aber auch durchdacht, poetisch und gelassen klingen sollte. Mit diesem Avatar, von denen er sich im Laufe seines Lebens einige zulegte, nahm er den identitären, den eigentlichen filmüberspannenden und vermittelnden, mythologischen Charakter der Vor- und Abspanne vorweg. Sein Leben war ein spannungsreiches, schöpferisches Hin und Her zwischen Buchstaben und Bildern, zwischen Wörtern und Namen anderer und Schnittkunst. Chris Markers Vor- und Abspanne sind in erster Linie ein Mund oder ein Blick, durch den der Filmemacher andere oder etwas anderes sprechen lässt. Zitate und Widmungen streut er in seine Filme wie Samen, als Briefe oder Andenken an Reisen oder Begegnungen. Hier am Anfang von The Kumiko Mystery. Hier in Der schöne Mai. Oder in Memoire pour Simon 1986. In Sans Soleil 1982 wird das eine Zitat eingeblendet und das andere gesprochen. La première image dont il m'a parlé, c'est celle de trois enfants sur une route en Islande en 1965. Il m'écrivait: Il faudra que je la mette un jour toute seule au début d'un film avec une longue amorce noire. Si on n'a pas vu le bonheur dans l'image, au moins on verra le noir. Chris Markers Vor- und Abspanne sind oft Anfänge offener Briefe. Cher Alexandre Ivanovich, maintenant je peux t'écrire. Avant, trop de choses devaient être tues. Maintenant, trop de choses peuvent être dites. Je vais essayer de te les dire, même si tu n'es plus là pour les entendre. Mais je te préviens, il me faudra beaucoup plus d'espace qu'il n'y en a entre tes deux doigts. Während für den französischen Autor Pascal Quignard Bild und Wort getrennt und unvereinbar bleiben müssen, wie im byzantinischen Bilderstreit, beweisen uns Vor- und Abspanne das Gegenteil, nämlich, dass man gleichzeitig oder nacheinander Zuschauer und Leser und Zuhörer sein kann, wobei der Buchstabe, Bild und Ton gleichzeitig ist. Insofern ist eine Bezeichnung wie Drehbuch-Schnitt Chris Marker weniger eine Tautologie als ein Kofferwort und ein neuer Beruf. Eine Kollision, wie sie für Chris Markers hybriden Ansatz typisch ist. Von den 1950ern bis in die 2000er entwickelt Chris Marker experimentelle Gegenentwürfe zum Vorspann, die es genauso gut nicht geben könnte, wie 1957 Lorraine. Non seulement animal domestique, moins encombrant que le chien, moins intimidant que le chat, moins insidieux que la puce, le renne vous comblera. Die fast immer kindlich geprägten Vor- und Abspanne von Chris Marker liefern neue Definitionen, so wie die von Kinderlachen untermalte lange schwarze Sequenz am Anfang von Jouer à Paris 1962. Als Gleichnis zur komplexen, unendlichen Welt ist der Vorspann in Fern von Vietnam Eröffnung und Öffner zugleich, schafft kollektiven Zusammenhalt mit Hilfe von Fragmenten und Inserts und erhält so seine Aussagekraft. Um zum Gedenken anzuregen, nutzt Chris Marker Vor- und Abspanne, um seine Empörung, aber auch um Anteilnahme und Anerkennung auszudrücken. Er versucht sich bei allen zu bedanken, oft im großen Stil. Engagiertes Filmemachen bedeutet eben manchmal auch, hinter die sogenannten Hilfsarbeiter zurückzutreten. Chris Marker sieht sich nicht als allmächtiger Regiestar, sondern erkennt alle Mitwirkenden des Films an. Diese Ethik teilt er mit Alain René. Dieser Sinn für Gemeinschaft und Menschlichkeit prägt natürlich auch seine Filme, die oft mit Stimmen oder Gesichtern enden, so wie 1962 Der schöne Mai. Tant que les prisons existent, vous n'êtes pas libre. Oder 1967 The Sixth Side of the Pentagon. Mais le moins qu'on puisse dire de cette fraction de la jeunesse des universités qui s'est exprimée à Washington, au milieu d'un pays troublé, lassé par une guerre sans issue, c'est ce que nous disait d'elle-même une jeune manifestante de 15 ans. Après cette nuit passée sur les marches du Pentagone, j'ai changé. Oder The Loneliness of the Long Distance Singer 1974. Je chante aujourd'hui pour que nous n'oublions pas le sang d'hier, pour que nous restions tous ensemble éveillés, pour que ce sang ne soit pas demain le nôtre. Symbolisch endet Fern von Vietnam nicht etwa mit Gesichtern, sondern mit Kriegswaffen. Das Wort Ende leuchtet auf wie ein Dolch, der sich einem ins Herz bohrt.
Bei Chris Marker ist der Vorspann nichts Verstecktes, Verwinkeltes, sondern offenbart sich mit Drucklettern dem Blick. Fiktion reibt sich an Erinnerung. Wie ein imaginäres Museum mit Definitionen in mehreren Sprachen. Spielerisch, hintergründig. Vorspanne als Essays. Mit Riesenlettern, als Sonnenfinsternis. Ehrliche, ungeschminkte Vorspanne, als Flugblatt. Il s'agit plus seulement de défiler, mais d'affronter. Als Mailbenachrichtigung. Cineastische Hirnstromkurven, körnige Typografien, geografische, labyrinthische Szenen, stark reduziert und nicht linear. Es wird experimentiert, fabriziert, zitiert, ohne nachzuäffen. Es wird geöffnet, gefunden, gegangen. Wie schon Edgar Morin in Der Mensch und das Kino schreibt, große Erfindungen entspringen nicht den hochtechnisierten Laboren, sondern den Werkstätten der Bastler. Ceci n'est pas un film. Ce sont des notes prises au jour le jour. Was eignet sich auch besser für Maßfertigungen und Fundstücke als Vor- und Abspanne, die den Film einrahmen, ihn wie lebensspendende Gischt umspülen? Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. Vorspannkunst bei Chris Marker ist eben Handwerk in Vollendung.